Eins. So, und damit, wenn alles klappt, herzlich willkommen bei Für Nüsse. Hallo. Wieso wechselt das immer hin und her? Oder habe ich das? Wechselt hin und her? Ah, also ich sehe ja beide Bildschirme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel rede, dann hat er halt so einen Rahmen drum gepackt. Und wenn du redest, wahrscheinlich bei dir. Also als ob der immer nur aufnimmt, was das halt nicht beide Bilder zeigt, sondern immer nur den, der da spricht. Das wird interessant. Ach du Scheiße. Ich bin mir nicht sicher, wie die Aufnahme genau wird. Also wir nehmen das heute mit Zoom auf. Ich muss noch ganz kurz mein Mikrofon ein bisschen tiefer machen. Wir nehmen heute mit Zoom auf und gucken mal, wie das so klappt aus der Ferne. Wir sind ja immer noch in Corona. Dirk schaut ganz suspekt auf den Bildschirm. Nein, ich habe nur geguckt, ob... Also ich habe halt die andere, wie heißt denn das, die Ansicht. Weil jetzt hatte ich halt immer so ein Splitscreen und das hat mich nervös gemacht, weil ich will ja dich sehen und nicht halt irgendwie sehen, wie ich irgendwas mache. Das ist ein bisschen neu. Ach, jetzt sehe ich oben links auch Recording. Okay, das ist alles so neu, dieser Zoom. Ja, du bist total unscharf. Du bist unscharf. Bin ich auch unscharf? Na, das ist wahrscheinlich, es geht besser. Hast du jetzt deine, hast du die Tapete da abgerissen oder ist das schon länger? Das ist schon länger, das ist hinterm Sofa. Nicht ins Gesicht fassen. Verdammt! Alles, was ich mache, ist mir ins Gesicht fassen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dieser Mann hat gesagt, bitte benehmen Sie sich dieses Mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, du hast hoffentlich keine Hose an, so wie ich auch. Ja, warum sollte ich? Also, zeigen. Nein. Uhrzeit, wir haben es jetzt gerade 14:20 Uhr. 14 Uhr, das kann man, spiegelverkehrt. 14:20, da sollte man noch nicht mit offener Hose oder gerade. Spiegelverkehrt, was ist nur für dich übrigens. Was? Ist nur für dich spiegelverkehrt. Okay, was hältst du vom Daydrinking? Vom Daydrinking? Nicht so ultra viel, aber so langsam gehen mir die anderen Optionen aus. Also. In diesem Sinne. Ja. Ich habe letztens probiert, es war so ein bisschen. Das ist der einzige, den ich gerade gefunden habe. Ist das der andere? Du hast den anderen Ben Braten bei dir, oder? Warte mal ganz kurz. Ich habe den. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch habe, ehrlich gesagt. Aber dass ich den Griff weiter habe, ist gut, ne? Ja, das. Warte mal ganz kurz. Ich muss aufstehen für Trinkwasser, aber für Scotch nicht. Für Scotch und Nasenspray. Ich habe auch Nasenspray, falls ich ein bisschen näse. Fangen bei dir die Symptome also auch schon an. Malerisch, wirklich malerisch. Das ist ein bisschen Stimmung. Und das Quietschen sind nicht meine Hüftgelenke, sondern ist dieser alte Stuhl. Ja, ich sag's ja nur, falls man es hört. Ja, der alte Stuhl. Und hier sieht man meine neue Leuchte. Ist das nicht ein Traum? Ja, die sieht gut aus. Das ist die neu gebastelt, okay. Genau, also da ist mir, ich sag mal, aus der Ferne ein massives Holzbrettchen entgegengehüpft, was ich dann... Bei eBay Kleinanzeigen, wie es so ist. So, günstig abzugeben, gerne wieder... Ich muss auch mal ganz kurz mit Wasser holen, aber red mal ruhig weiter, ich höre dich noch. Ja, ach so, Wasser. Ja, ich nehme auch mal. Danke, Dirk. Haha, Mördergag. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, danke, Dirk, und das Glas genommen, als ob du es mir gereicht hättest. Das wäre nicht schlecht. Zumal, wenn wir jetzt irgendwas hätten, was wir beide so, weißt du, dass man so... Ja. Oder wenn ich anfange, dich zu kitzeln oder so. Super. So. Ja, wie läuft es denn bei dir im Exil? Zu Hause. Du weißt es ja schon, aber die anderen wissen es ja noch nicht. Ich drehe ja am Samstag. Sehr verantwortungsbewusst vom Team. Ja, und ich hätte, glaube ich, kein Problem, hier zu bleiben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich bin jetzt nicht voll, weil, glaube ich, wenn ich Vollbedenken hätte, dann hätte ich gesagt, dann mache ich das nicht.
Aber es ist halt schon, als ich die Mitteilung gekriegt habe, nicht so, wow, jetzt in den Zeiten, wo niemand dreht, kannst du drehen. Geil, sonst war so, okay. Ja, beziehungsweise habe ich aus Solidarität meine ich weiß, ist nicht die FFP3, aber wenigstens eine FFP1. Also ist ja nur so ein, ja. Ich weiß ja nicht, ob ich was habe. Aber dann kann ich halt wenigstens den... ist das eigentlich hübsch? Wundervoll. Ich hatte, witzigerweise hatte ich meine vorhin auch auf, weil ich noch ein bisschen Holz geschliffen habe. Wieso, war das fragwürdiges Holz oder warum hast du dich dann angefangen damit zu schleifen? Mit Maske? Weil ich ungern Holzstaub einatme. Aber du atmest ihn ein. Oh, die aber ich voll. Mufft deine auch so? Ja, aber die habe ich halt auch mehrfach zum Holzschleifen benutzt. Also da ist ordentlich was drin. Ich habe vorhin die Gerüstbohle, die Peter bei eBay Kleinanzeigen gefunden hat. Die hatte ja vorne so weiße Lackfarbe. Ja. Als Streifen. Als Markierung, dass sie freigegeben ist zum Verkauf auf eBay Kleinanzeigen. Und die habe ich abgemacht. Schön. Ich bin gerade... Was hast du abgemacht? Die Lackfarbe, da war so ein weißer Lackstreifen dran vorne an beiden Seiten. Aber das ist nicht die mit den Metalldingern am Anfang und Ende. Und die, da war Lack drauf? Ja, das ist die, manchmal streichen die Firmen das mit ein bisschen Lack als Markierung. Die Firmen dann günstig abgeben. Genau, um zu zeigen, jetzt ist sie zum Verkauf freigegeben. Jedenfalls habe ich es abgemacht und ich habe gehofft, dass ich drunter noch aufs Rot komme, aber das war, da war ich sofort auf dem nackten Holz. Jetzt habe ich halt so zwei nackte Holzstellen in dieser roten Bohle. Okay. Apropos nackt, hast du schon mal was von Sausage Party gehört? Der Film, ja. Ja? Ja, nur dass der ziemlich abgefahren und übersexualisiert sein soll, ja. Also ich weiß, worum es geht, ja. Also wir haben gestern versucht, den anzufangen. Ja. Und ich habe vorhin nur gelesen von wegen das erste R-Rating in Amerika, von wegen Animationsfilm nicht für Kinder und Jugendliche. Und aber halt auch so plump und so anstrengend, dass das es war, halt dann, und dann noch gesungen. Also das ist dann halt für mich ja echt eine Todesmischung. Der war auch von der Machart her ein richtiger Skandal, weil die haben am Ende ein günstigeres Animationsteam gesucht, um den Film fertigzustellen, weil sie das drücken wollten oder irgendwie haben die Animatoren gestreikt und Seth Rogen und Franco und Co. haben gesagt, ja, dann machen wir es mit Ausländern weiter, aus Korea oder so. Um nochmal jemanden zu imitieren. Und haben das Original-Animationsteam auch komplett aus den Credits gestrichen. Also cool. Das ist auch, der ist generell ein unschöner Film unter unschönen Umständen entstanden. Ja, aber auch so billig. Also es ist halt, man kann sich vorstellen, wie James Franco und Seth Rogen die Idee beim Kiffen entwickelt haben. Naja, Franco guckt ja immer so, dass das Gefühl hat, haben sie mich verstanden. Ja. Was ist das? Diese Werbung, diese bekannte Dings, wo er den Fehler gekriegt hat mit Gucci? It's perfect. It's Gucci. Ja. Sorry, James, it's Gucci. Are you sure it's Gucci? It's Gucci, right? Das ist halt so, wo du denkst, Alter. Hast du Disaster Artist mit ihm gesehen? Und von ihm? Nee, oder weiß ich nicht. Gut. Basierend auf der Autobiografie von einem Schauspieler aus The Room. Geht es halt um diesen Film, der als der beste, schlechteste Film aller Zeiten gilt, The Room. Okay. Und der ist ganz unterhaltsam. Der ist halt voll verstörend. Ich hatte mit Dortmund geguckt und Dortmund wusste nicht, dass The Room ein ernst gemeinter Dramafilm sein sollte und war halt vollkommen verstört davon. Ich kannte halt die Backstory schon davon. Deswegen hat es mich nicht ganz so gelumpt. Aber ist der so trashig? Also ist der ungewollt trashig? Ja. Ja, aber okay. Auf eine Art und Weise, die vollkommen bizarr ist. Also dann auch nicht lustig, sondern eher, wo du denkst, was? Doch, der ist ungewollt sehr, sehr komisch. Muss dir einfach mal, also entweder The Disaster Artist bei Netflix mal reinschauen, der ist auch wirklich gut gemacht, oder du guckst mal The Room Best Scenes auf YouTube. Okay. Als Collection, kann ich nur empfehlen. Das ist, du wirst dich, ja, das ist schwer zu beschreiben. Ja. Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass ich halt gerade so schwere Filme,
Das geht irgendwie gerade gar nicht. Also, obwohl ich habe irgendwie Ozark angefangen, die neueste, was ist das, die dritte oder die vierte Staffel? Ganz kurz mein Wasser holen, aber red ruhig weiter. Wie gesagt, ich bin weniger. Ja, Freunde, ich habe Ozark angefangen und die dritte oder vierte Staffel ist echt richtig gut, aber ich merke, ich bin jetzt gerade viel, viel empfindlicher, wenn halt irgendwer erschossen wird oder umgebracht wird, dass du nicht so denkst, ja, ist ja immer in diesen Drogen, Mafia-ähnlichen Gedöns, sondern denkst du, oh, muss das sein? Oh, Mann, ey, der war doch gar nicht mal so doof. Oder man kann da vielleicht die Regeln mit einem Gespräch oder so. Das ist dann mittlerweile bei mir echt so, dass mich das gerade ein bisschen fertig macht. So, dass ich dann, deswegen habe ich ja, obwohl ich echt diese Animationsfilme echt nicht überhaupt nicht abkann, diese Comic-Sachen und so. Und Simone schaut ganz gerne mal sowas. Und deswegen habe ich gedacht, ja, komm hier, das ist für Erwachsene. Vielleicht kann ich das dann einigermaßen ertragen. Aber als es dann irgendwie verfilmt Wochenend war oder sowas, das war dann für mich ein bisschen viel. Ich dachte so, boah. Ja, der ist, wie gesagt, also von allem, was ich gehört und gesehen habe davon und so Video-Essays, weil der halt auch ein beliebtes Analyse-Thema ist. Ja, weirder Shit halt. Also wie gesagt, hat so eine typische Kiffer-Idee. Ja, also aber dann auch so amerikanisch. Also dieses Aufgeschlagene, dass man sagt, von wegen mit dem Sexismus, dass man spielt, den so anhaucht, dass man denkt, Alter, hast du das gerade auch so verstanden? Sowas. Dass man echt so ein bisschen die Leute vielleicht ein bisschen kribbelt, aber nicht dann halt irgendwie, ach, weiß nicht, die Würstchen, die die Pimmel sind und die Brötchen, die die Muschi sind und diese bösen, bösen Menschen, die einkaufen und die werden halt immer auf Penis oder auf Scheide gefilmt und so und denkst, Alter, ist das anstrengend, ey. Ja. Aber wenn du richtig gekifft hast, auch sehr lustig. Ja, aber vielleicht ist dann auch einfach ein wunderbar super lustig und ein Comic oder so. So wie in der Lampe damals. Ey, habt ihr irgendwas Süßes oder so? Ja, ich schaue gerade auf Disney Plus. Du hast Disney Plus? Ja. Hast du jetzt von deinen 5000 Euro geleistet? Das hatte ich schon davor, tatsächlich, weil ich es vorbestellt hatte. Du hast Disney Plus vorbestellt? Ja, dann haben sie dir 2 Monate Rabatt gegeben. Aber es kostet auch eh nur 6 Euro oder so. Ja, aber jetzt kostet es nur 60 Euro fürs Jahr statt 72. Und du hast 2 oder 3 Zugänge? Ich kann dir einen geben, wenn du willst. Also ich meine, ist doch ein, also du hast doch mehrere. Ja. Und die sind also, ja gut, man kann dann so mal überlegen, ob man den sich teilt. Aber was ist denn das Interessante? Also ich habe gehört, die ganzen Marvel-Dinger, aber Netflix hat doch noch die ganzen Avengers. Ja, das ist das, ich weiß nicht, ob die ganzen Filme noch da sind oder ob das derzeit auf beiden ist. Ich gucke gerade die neue DuckTales-Serie. Die ist okay, super. Okay, dafür lohnt sich 65 Euro oder was? Auf jeden Fall. Deutlich besser als die alte Serie. Wow, echt überraschend. Obwohl die ja schon echt Golden Globe, Alter. Ja. Gibt es auch sowas wie Baloo der Bär noch, die alten? Du meinst Baloo und seine Crew? Ja, stimmt. Weiß ich nicht. Oh, ja. Das fand ich immer geil. Baloo, der fliegende Aal, das ist diese Mischung. Wahrscheinlich, weil es mich auch sehr stark an Bud Spencer in 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle erinnert hat. Weil die halt da irgendwie immer mit der Crew irgendwie durch Lateinamerika geflogen sind und dann halt, also vermutlich, wir haben ja nicht gesagt, wir sind hier auf der Erde und Lateinamerika, aber es war schon sehr stark. Wir sind hier auf der Erde und in Lateinamerika. Ja, wenn du halt diese bizarre Welt hast, wo dann nur Tiere plötzlich rumspielen. Das ist die Postapokalypse. Bei Bojack sind es doch Tiere und Menschen, oder? Ja. Oder habe ich das? Ja, ja, oder, ja. Stimmt. Der Man-Bun-Typ ist ein Mensch. Der Einzige. Ja. Das ist die Castlevania-Anime-Serie, schaue ich gerade in der neuen Staffel. Die ist auf Netflix. Die Castlevania-Anime-Serie. Das ist so ein Videospiel und ein Anime. Das ist relativ unterhaltsam, aber braucht ein bisschen, bis es in Gang kommt. Und ansonsten habe ich jetzt auch nichts. Ich habe, sagt dir das Spiel, passend zu The Room, das Spiel The Room was? Leider gar nicht, nein, leider gar nicht. Ihr habt kein Tablet, oder? Das ist richtig, wir haben kein Tablet. Schade. Ich weiß nicht, ob es das auch für einen Mac gibt, beziehungsweise ob es auf dem Mac so eine, also aus dem Mac App Store, ob es da
überhaupt Sinn und Spaß macht. Das ist halt so ein Escape. Nein, leider gar nicht. Ist halt so ein Escape Room Spiel. Aber ich meine, Escape Rooms gibt es auch tausend Escape Apps. Ja, oder? Aber das ist das Gute. Das ist halt das Original davon. Du hast halt so eine Box vor dir und musst halt diese Box irgendwie öffnen. Und fummelst an dieser Box rum und drehst Räder und sammelst Schlüssel und so. Und das ist halt total abgefahren. Wie heißt nochmal dieses Bombenentschärfungsspiel, was wir immer bei dir gespielt haben? Keep talking and nobody explodes. Ja, genau. Und das habe ich irgendwie letztens Video gesehen, wie das halt so ein Sonderkommando von der Bombenentschärfung aus Amerika gespielt haben. Ja. Das ist ja voll geil, wie die das spielen. Also wie taktisch die da vorgehen, aber dann halt auch, wie die kribbelig werden plötzlich, weil das dann natürlich auch sehr spielerisch verpackt ist und die Sachen, die sie halt lösen, normalerweise ist ja nicht, dass du sagst von wegen, okay, wir müssen jetzt einen Code lösen, sondern wie ist die Bombe aufgebaut, wie ist der Zünder, was für ein Sprengsatz etc. Ja, und die haben ja auch, also das Spiel macht es ja auch gut mit der Dramaturgie, wenn das Licht angeht, das Rot blinkt oder wenn die Blechbläser reinkommen. Also das ist ja immer das Zeichen dafür, dass sie dir Zeit ausgeht, wenn immer dieses typische so ohrenbetäubend in deinen Ohren ist. Ja, ja, das stimmt. Ja. Klaus, wollen wir mal zu einer Frage kommen? Ja. Ja, habe ich gesagt. Während ich Piraten spiele. Da wir jetzt ja zu Hause sind und es gibt ja tausend Möglichkeiten und ich sage jetzt nicht, was sind die besten Brettspiele für zu Hause oder irgendwas. Besten Manier-Techniken. Ja, aber es gab ja dann irgendwie in der Öffentlichkeit so ein Thema, was für mich lächerlich, aber was ja dann dennoch diskutiert wurde, als es hieß von wegen selbst die Friseure und nicht die Friseusen, sondern die Friseure und Friseuren schließen. Und ich habe mir dann gedacht von wegen, oh mein Gott, wie sehen die Menschen aus? Bitte? Man sieht es bei uns. Ja, genau. Und selbst Festus meinte irgendwie letztens noch, zum Glück, weil er hat ja Urlaub gebucht, was dann alles über den Haufen ging, zum Glück war er vor und nach dem Urlaub, weil dann, wie würde er denn jetzt aussehen? Ich dachte auch. Aber das scheint ja wirklich ein Thema zu sein, deswegen meine Frage, nicht wie man sich zu Hause frisieren kann, sondern explizit bei uns, was sind deiner Meinung nach wohl die heißesten Frisuren für uns beide? Natürlich also wirst du wahrscheinlich sagen, ja, die trägst du gerade. Aber richtig, ich glaub, richtig schöner Kurzhaarschnitt steht uns beiden, glaube ich, richtig schlecht. Naja, ich hatte schon hier richtig kurze Haare. Und hast du so noch ein Shooting gemacht? Ich hatte, glaube ich, 6 mm kurz rasiert. Oh mein Gott, er verschwindet gerade nach hinten. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin auch schon wieder ein bisschen heiß darauf. Ich weiß halt von wegen, dass dem dann halt so ein bisschen... Da wahrscheinlich das ganze Werbeding so ein bisschen pausiert wird, wenn ich sage, hier so wäre dann halt überall. Aber ich glaube, du hättest es ein bisschen länger lassen sollen. Also so 12 mm oder so wäre, glaube ich, noch voll okay gewesen. Das 6 mm war schon sehr kurz. Aber das Schwierige ist bei 12, die legen sich ja nicht. Dann habe ich halt so ein Monchichi. Wie Mackie. Ja, das ist so richtig schlecht. Ich finde ja diesen, wie heißt der denn? Ich will immer Nico Rittenau sagen, aber das ist ja Ernährungsexperte und Vegan-Spezialist, bla bla. Aber der hat jetzt mit seinem Kumpel auf ZDF Neo eine eigene Show gekriegt. Für die wurden mal angefragt, die heißt Homies, die Show. Und er trägt halt immer Schiebermütze, aber immer so, dass halt hier vorne dieser dusselige Pony so rausguckt und er hat halt immer so ein so gerade hochrasiert, also wie so ein Klischee-Mann, der halt zu Hause einen Aufsatz hat und das sind dann halt, keine Ahnung, der 10 Flowby. Genau, und dann halt einfach nur, dann hat er so einen blöden Igelkopf und der ist halt nicht 45 oder so, sondern der ist halt irgendwie, keine Ahnung, 36 oder sowas. Er trägt halt immer eine Schiebermütze und vorne hängt dann immer so eine sowas halt raus. Und denkst du so, Alter, wie dusselig sieht das denn aus? Und es hat einfach nur so ein funktionales Ding. Sieht richtig dumm aus, denke ich. Ja, und da habe ich halt gedacht, was wäre denn richtig sexy bei uns? Also, ich fände es ja mal ganz geil, weil wir im Winter, als wir draußen trainiert haben, hast du ja öfter Mütze getragen und dann sieht man, dass dein Kopf plötzlich oft sehr klein. Ja, das siehst du halt, genau, bei uns gut, wenn wir eine Mütze aufhaben. Wie halt ein richtiger Kurzhaarschnitt aussähe. Aber mein Kopf, ich habe eine ziemlich große Rumsmurmel und bei dir sieht das aufgrund der Schultern dann immer so kleiner aus. Ja. Deswegen fände ich das so richtig, du hast doch gesagt, beim Bund hast du richtig kurze Haare gehabt, oder? Ja, musste ja. Also
Was heißt, aber mittlerweile, glaube ich, wusste einigermaßen, so weiß ich nicht. Und, so? Ja, also so? So durftest du oben noch und dann Ohren und Nacken frei, ist die Ansage. Ja, Fotos von dir, das habe ich ja noch nie gesehen. Fotos von mir. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, ich habe nichts. Nee, auf dem Handy habe ich, glaube ich, nichts. Aber das finde ich ja geil. Weil ich habe mich schon so gefragt, ob du so ein Typ wärst für Vollbart und Glatze, so wie Mike. Gar nicht, glaube ich. Aber gar nicht. Leider gar nicht. Schwierig. Du hattest ja dann aber auch mal die Phase, ich sag mal Phase und auch nicht beruflicher Zwang, wo du dir einfach mal die Haare geglättet hast. Du hast mal so ein Fotoshooting gehabt und dann kamst du, dann hast du danach in der Lampe gearbeitet, hat mal ein Foto gemacht und hast so ganz glatte Haare. Ja, aber es war ja nicht meine Idee, aber es ist auf jeden Fall unschön. Ja, es ist halt... Ich fand, du sahst dann original aus wie ein Schauspieler aus Reich und Schön. Ich hätte Jason Schwartzman gesagt. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist der spielt ganz oft in den Wes Anderson-Filmen mit. Oder wie so ein Anime-Schurke. Mit so langen, glatten Haaren. Ja, es ist halt, glatte Haare. Bin schon froh, dass sie sich so ein bisschen wellen. Also ganz glatte Haare ist echt. Was sagst du denn zu der klassischen 90er-Friese, die ich hatte ja Anfang der 90er. Genau, sehr lange Haare und dann wurde sie abgeschnitten. Da hatte ich Mittelscheitel, arschkrass gegelte Gardine und ungefähr der Rest ist ja fast gleich geblieben. So. Der Tim Wieser, also. Das wäre doch was für dich. Hatte ich ja auch, also war ja Pflicht damals in den 90ern. Auch mit viel Haargel. Ja, das ist halt auch das. 9. oder 10. Klasse gewesen sein. Was man sich für Scheiße auch reingekloppt hat. Ich hatte irgendwann bei irgendeinem Discounter, also nicht Aldi oder Lidl, sondern es war halt diese Resterampe-Läden, weißt du, wo dann halt irgendwie Bestände oder Restbestände verkauft wurden. Da hatte ich irgendwann mal so einen großen Eimer, wo du quasi mit beiden Händen rein konntest, habe ich Kehl geholt. Und machst ja echt mal so und du hast dann, also hast eine Scheiße im Haar gehabt. Gerne auch, wenn du ganz kurz rasiert hast, dass du dir quasi diese Gelkleber eigentlich auf die Kopfhaut schmierst. Und dir dann immer wunderst, dass noch ein paar Stunden alles so juckt. Und denkst, was ist denn das? Du hast eigentlich nur so eine Haube die ganze Zeit. Ja, und dann kratzt du die ganze Zeit an diesen, ja, ich hatte auf, also diesen Kleber hatte ich auch. Der Haarkleber ist echt das Schlimmste. Schon wenn du es in der Hand hast. Ne? Gatubi-Kleber. Ja, genau der aus dieser gelben Packung. Andere genauso schreckliche Alternativen stehen zur Verfügung. Nee, ich hatte das hatte ich auch die letzten Wochen mal bunt gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte, meine Haare außen zu rasieren oder rasieren zu lassen. Deswegen habe ich mir die einfach, obwohl sie zu lang waren, einfach angeklebt jeden Morgen. Aber ich hoffe auch nur hier. Ja, nur so. Ja. Das heißt, andere hatten den MC Hammer-Streifen und du hattest den fauler Friseurbesuch-Schmierer. Bela Lugosi Dracula. Es hat auch viel für meine Aerodynamik getan. Du warst schneller. Ja. Schneller in der Stube, auf der Stube. Der Wind ist an mir abgeperlt. Wie. Wind perlt ab. Sehr gut. Ja. Aber was hältst du denn, wenn wir alle uns mal so ein bisschen an Wiese orientieren würden? Weil der hat auch ja mal längere Haare hatte. Der hatte ja die, also blondierte Strähnen, so die Frosted Tips. Ja, der war doch vor Bremen bei Stuttgart, oder? Kaiserslautern. Und da hieß er doch Spiegel. Ja. Und da hat er ja schon so ein Ding gehabt. Auch viel zu spät eigentlich. Das war ja so 2003, glaube ich. Ja. Also ordentlich, so eine Peter-Andre-Frisur. Stimmt, der war Brite, ne? Oder ist Brite? Australier. Ich glaube, der ist Australier. Also ich hatte mal irgendwas gehört, dass er im australischen Dschungelcamp ist. Deswegen würde es mich wundern, wenn er kein Australier ist, aber... Was ist denn mit... wir finden ja bei Frauen Ponys ganz schlimm. Super, ja. Ponys. Was wäre denn Pony bei uns? Findest du Pony gut? Es wäre so ein bisschen wie bei Dumm und Dümmer. Meinst du, es wäre so ein... Ich meine... Ist doch eigentlich ganz... Ich habe halt auch super fettige Haare heute, weil warum nicht? Ich finde, ich habe so ein bisschen was von wie heißt er, Daniel, nee, wie heißt er, Fritz, der Berliner, ne? Ja.
Ja, ein bisschen was von Fritz irgendwie. Der hat jetzt längere Haare. Also bei mir sieht es einfach aus, als ob ich kahle Stellen überdecken will. Was macht eigentlich, wie heißt er nochmal, der in den 90ern sein Fickenschild immer hochgehalten hat? Gott, Ingo Appelt. Genau, der hat doch immer sowas gehabt. Was wird er heutzutage machen? Wahrscheinlich. Ich habe den irgendwann mal gesehen, dass er wieder so einen Auftritt hatte. Also Pony Mainze ist nicht so unsers. Also du hattest das ja mal ganz geil mit deiner Mitte-Frisur beim Krippenspiel. Einmal! Und genau das war die Vorstellung, die gefilmt wurde. Was ist denn mit so einem schönen Mittelscheitel? Ich versuche das hier live nachzustellen. Du hast ja immer Mittelscheitel. Ich habe immer erstmal so leicht daneben. Ich muss auch sagen, ich mache auch immer gar nichts für die Haare. Also. Glatt finde ich auch ganz gut. Ja, so richtig schmierig angelegt. Ja, also das, ich finde es ja bei Drehs immer ganz geil, wenn sie sagen, du sollst ein bisschen seriöser oder älter wirken und sie machen einfach deine Haare wie von so einem Schmierlappen. Ja. Also geil, das ist ja, erzähl. Nee, das ist ja immer so die Standardreaktion. Nee, du sollst ein bisschen seriöser wirken und sie ruinieren deine Frisur. Ich kenne das immer, weil meine Haare eigentlich schon so in so eine Frisur geschnitten sind, dass du nur eine Frisur damit machen kannst. Und dann machen sie die Frisur, aber die machen sie nochmal streng. Also wenn ich jetzt sage von wegen, ja, okay, so ungefähr ist meine Frisur, dann machen sie die halt irgendwie so und dann denkst du so, Alter. So Maske und Kostüm haben so ganz komische Vorstellungen davon, wie Menschen aussehen. Ja, beziehungsweise oder? Dann halt so, die müssen ja auch, weiß nicht, sich wahrscheinlich in dem Moment behaupten, warum sie da sind oder so. Und dann passiert sowas. Das dann heißt so, ja, warte, ich mach mal. Einmal hatte ich eine, die gesagt hat von wegen, ja, passt, mach mal, wie du immer machst. Wieso? Naja, weil du eh weißt, wie es besser geht. Dein Kopf, deine Haare. Und wenn ich jetzt anfange, dann ja. Also wirklich geil hatte ich es einmal bei dem Telekom-Dreh in Ungarn, wo wir waren halt drei Typen und die anderen beiden hatten kurze Haare. Nice, Lemmerman, nice. Und die anderen beiden hatten kurze Haare. Und deswegen wusste der vom Hairstyling, und die hatten jemanden für Hairstyling und jemanden für Maske. Welcher war das? Der Telekom in Ungarn. Und der wusste halt sonst nicht, was er machen sollte. Deswegen hat er mir die Haare halt mit dem Lockenstab so ein bisschen aufgewellt. Deswegen sah ich so ein bisschen mehr aus wie Jon Snow. Aber du musst doch eigentlich nur, da muss doch jemand nur mit einer Sprühflasche kommen und kurz ein bisschen Wasser ins Haar. Ja, das geht. Ja, Salzwasser und so, das geht auch. Und es kommt vor allem darauf an, wie die Haare trocknen. Ja. Aber was wäre denn richtig, was hältst du denn von einer schönen Tonsur? Die Frage ist halt, erwischt uns das? Wie erwischt uns das? Na, dass wir die natürliche Tonsur bekommen. Ja, also, wenn ich jetzt meinen Vater denke zurück, ich glaube, das geht, kann Haarausfall wird über die weibliche Seite vererbt. Okay. Also was für Haare dein Vater hat, ist relativ belanglos. Aber das heißt... Der Vater deiner Mutter, Großvater mütterlicherseits. Ja, der hatte lustigerweise so eine ähnliche Frisur wie ich jetzt. Mhm. Und bis zum Schluss hatte der eigentlich volles Haar. Auf der Seite wachsen dann so ein bisschen die Geheimratsecken nach hinten, aber ansonsten... Bei dir war doch das der Admiral, oder? Ja. Eben, ja, der Admiral zur See. ja, aber der hatte auch dann also auch noch relativ volles Haar und auch noch relativ viel Farbe drin, tatsächlich. Und dann halt hier wuchs es dann halt nach hinten, aber halt so immer noch schwarze Haare, die so ein bisschen grau wurden. Ja, das fand ich ja ganz geil. Mein Opa hatte halt graue Haare, aber teilweise schon richtig weißgraue Haare. Mhm. Ich mag ja dieses Grau meliert nicht so, was ja halt auch so anfängt, wo du merkst, hier so und du denkst, ja, also, aber ich finde es geil, wenn es richtig so, oder was ich lustig fand, als wir irgendwann mal, ich weiß nicht, was das war, da war halt irgendwie so Reunited, Lampe, bla bla bla, und da kam noch Bitch, unser alter Chef. Ja. Daniel. Und der hatte Vollbart und lustigerweise das Kinn, und er konnte halt nichts, das Kinn war schneeweiß. Ja. Was hast du da gemacht?
ja, das fing an und das hat bestimmt ein halbes Jahr nur gedauert. Das war halt alles so, aber nur bis hier. Das war das, so ein bisschen das Äquivalent oder das Gegenteilige, als Hulk Hogan damals in der NWO geordert hat. Sowas. Da hat er sich doch immer hier den schwarz gefärbt, der Rest war weiß oder irgendwie andersrum. Ja. Und so sah ein bisschen in diese Richtung, hat dann Daniel plötzlich einen Bart gehabt. Und das, was das, also wie lineal. Also das Kinn so nochmal eingetunkt wurde in wie heißt dieses? Im Tuschkasten, da hast du auch immer so weiß in der Tube. Ja, Löschweiß. Löschweiß hieß das? Heißt das gut, dann. Oder Plackerfarbe, oder? Plackerfarbe, ich glaube, daran habe ich gedacht. Placker, ja. Ja, ich habe ja auch schon seit jeher immer so, also alle Farben im Bart. Mhm. Also schwarze, graue, braune, blonde. Rote. Ja, wirklich. Ja, also ich habe so ein paar rotblonde Haare drin. Das ist alles einmal drin. Etwas skurril, deswegen, ja. Bei Timo ist es lustig, wenn der halt irgendwie im Bart voll, weil Haare überhaupt nicht, aber im Vollbart, hat der dann, glaube ich, hier immer so einen ordentlichen Rotschatten. Also es sieht richtig rot und braun. Also überhaupt gar nicht so, was am Kopf ist. Aber ja, weil bei mir ist halt dann so, manchmal ist es halt lustig, dass es auf dem Wecker hier jetzt auch sieht sehr freundlich aus so und dann hat Timo irgendwann gesagt, sag mal, färbst du die Haare, weil die manchmal so unterschiedlich aussehen, Speckhaar zum restlichen, dass du denkst, naja. Ja, aber also freiwillig eine Tonsur, schwierig, auch wenn es jetzt hieße für einen Dreh, wir wollen mal Dirk und Klaus als Mönche casten. Ja. Also ja, das war ja bei meinem letzten Nivea-Dreh, Nivea Man, den ich noch gedreht habe im Februar, glaube ich, war das. Und da war es ja dann auch morgens der Maske, ja, was können wir denn mit deinen Haaren Bart so machen? Ich so, was ihr wollt. Ich so, was? Ja, was ihr wollt. Also jetzt, also wir finden vom Typ her wäre das ganz gut, wenn das so bleibt. Vielleicht ein bisschen korrekter, also ein bisschen getrimmter so. Ja. Aber der Kunde, glaube ich, würde dann schon gerne alles glatt machen. So. Und dann, wenn du das jetzt sagst, dann kann das auch passieren. Ja, also die Sache ist bloß, ich weiß nicht, wie es aussieht. Also das ist halt immer die Sache. Ja. Dass ich wusste lange, keine Ahnung, bis weiß ich, Ende 20, Anfang 30, dass es jünger einfach aussieht. Und irgendwann hatte ich den mal ganz kurz oder ab oder sowas und durch diese großen Lachfalten, was sie sind, die hören ja nicht hier auf. Die gehen ja runter bis zum Achseln, keine Ahnung. Ist es halt auch die Frisur sieht halt total anders aus, wenn der Bart weg ist. Also das ist dann auch immer so eine ganz komische Wirkung, finde ich. Ja, genau. Also mein Kopf ist auch so groß, dass man das Gefühl hat, so, ja, passt der Kiefer nicht mehr zur Frisur oder so. Aber was wäre denn mal mit Färben? Also ich könnte mir vorstellen, du lässt die Haare und färbst deine Haare blond. Ja, so Billy Idol blond, ja. Ja, du siehst ja aus wie so ein Bösewicht aus Stirb langsam 1. Genau sowas, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich glaube, die Sache ist, mit dunklen Haaren ist das gar nicht so leicht. Also da musst du mit viel Wasserstoffperoxid reingehen, um da irgendwas zu erreichen. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich färbst du gar nicht, sondern du nimmst einfach nur die Farbe raus. So, du ätzt die einfach nur weiß. Oder ja, so. Ja schon. Ich glaube, was anderes ist da nicht drin. Weil dann passiert ja auch gerne das, was anderen passiert, so irgendwelchen Teenagern, besonders Mädels, die anfangen, dass sie diesen Schimmelgrau drin, Schimmelgrün drin haben. Ja. Sie sagen, ich wurde doch blond und die haben es halt einfach erstmal nicht runter, sondern die hatten halt, keine Ahnung, normal brunett und dann zack, blond. Und das geht halt nicht. Und dann siehst du halt dann erstmal aus wie, ja, ich war mal 3 Jahre Punk, jetzt soll das rauswachsen, damit ich halt auch irgendwie wieder einen Job in der Öffentlichkeit kriege. Und dann ist es halt, ja, ich weiß, die ganzen Klischees hier raushauen. Ah. Hast du denn wenigstens jetzt die Hose schon aus? Ich war mal 3 Jahre Punk, klingt auch wie die Autobiografie von Campino, von den Toten Hosen. Naja, da gibt es ja ein paar Dinge, mit dem AMG rumfahren, Merkels Nummer haben und dann sagen, ey, ich mache aber trotzdem noch sowas wie 5 Leute schlafen bei mir auf dem Boden und trinken Wodka. Ja, das macht Wodka aber Shampoos. Bitte? Wodka Shampoos, the only mix. Hast du mitgekriegt, dass Jägermeister jetzt unter anderem Desinfektionsmittel produziert? Nee, aber Das war doch bei Welke, bei der letzten Wochenshow. Da stand das auch nur zur äußerlichen Anwendung. Ja. Zur äußerlichen, zur äußeren. Ja. Ja, ja, also, ja.
Was hältst du denn, wenn du sagst, von die Frisur sieht anders aus, von Bartvariationen? Also, dass man vielleicht dir, was du, glaube ich, sehr gut tragen kannst zu deiner Soul Patch? Nee, Soul Patch ist ja richtig eklig. Den finde ich richtig, muss ich auch dran denken, weil es damals unser Kunstlehrer Manske hatte. Er hatte nur so ein Soul Patch und der war immer so ein ganz nervöses, zitteriges Hemd. Nee, Musiklehrer war der. Und dann habe ich gedacht, oh, Soul Patch. Oben so ein Bleistift-Schnurrbart und ein Soul Patch. Mein Vater hatte so eine halbe Oberlippe. Ja. Das fand ich, also den fand ich ganz, oder was auch ganz gerne ist, hier bei dem, wie heißt denn dieses Lippengrübchen hier? Ja, ja, ja. Das hat er wegrasiert. Geil. Halbe Oberlippe wegrasiert, wie so ein, wie heißt denn das? So, hier so ein Betrüger, der die Frauen immer um Heiratsschwindler. Also was wir ja gerne machen, ist, wenn wir uns den Bart abnehmen müssen, erstmal den Hulk Hogan. Ist sie gerade hinter mir? Ich hätte Dortmund gehört, deswegen. Nee, was, ja, kann sein. Sie führt auch gerade ein Skype-Gespräch und sie hat ja keine drinnen Stimme. Wir haben über deine drinnen draußen Stimme geredet, Dortmund. Was denn? Ja, nein, also den Hulk Hogan rasieren wir uns ja gerne, wenn wir uns den Bart abnehmen müssen. Ja, das ja ist der immer, ist halt cool. Ja. Beziehungsweise den Orange County Shopper Tool oder sowas, diesen, der nicht bis hier geht, sondern der schon bis hier so geht. Dann aber richtig so buschig, also dass hier so kleine Äffchen ja sich hier festhalten könnten. Also ich glaube ja, was auch gut kommt immer, generell im Leben, ist halt so dieser Musketierbart. Also alles weg, nur hier schön. Gesichtsmuschi, wie man auch so schön sagt. Ah nee, Gesichtsmuschi ist ja der Stromberg, der komplette der hier. Ja, genau. Ja, aber D'Artagnan ist doch nur der und der. Und nicht die Gesichtsmuschi. Ja, stimmt, ja. Ja, pardon, ich dachte an die modernere Variante, die auch Robert Downey Jr. hat in dem Marvel-Film, ja. Ja, ja. Nee, was ich aber sagen wollte, was bestimmt dein Typ noch mehr sexier machen würde, ich weiß nicht, wie stark der Bartwuchs da ist, aber alles weg und so einen richtig ordentlichen Magnum-Balken. So, das glaube ich, könnte ich mir bei dir richtig gut vorstellen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, mich nervt es halt immer zu früh. Also ich trimm's halt immer schon, also jetzt ist halt gerade kritische Masse erreicht, aber ich habe gestern das Bart geputzt, deswegen muss es jetzt mal kurz warten, bis ich den Bart oben trimme. Aber wenn du den lässt und nur abschneidest, dass das nicht ganz so in den Mund reinwächst, aber komplett, dass halt auch mal die Haare von oben fast aus der Nase bis unten zur Lippe wachsen können. Ja, das ist schon geil. Also. Macht mich auch schon ein bisschen an. Ich glaube, das würde Dortmund auch gefallen. Ja, du musstest dann machen wie Henry Cavill in Mission Impossible 6. Du lässt dir den Schnurrbart stehen, aber den Rest machst du auf 3-Tage-Bart, um zu zeigen, du könntest auch Vollbart tragen, wenn du wolltest. Genau. Aber du hast dich für den Schnurrbart entschieden. Genau, du zeigst so ein bisschen den gezügelten Hengst, ja. Aber darunter sieht man halt einfach noch den Hengst, ne? Das ist unangenehm gerade, weil man sieht. Ja. Ja. Aber was hältst du denn von der Maiko-Frisur? Kahlkopf und Bart. Bei mir? Ja. Ja, da ich halt eh kurz rasieren wollte, könnte ich mir vorstellen, also du fandst das ja nicht so geil, aber ich muss dir ja sagen, als ich ganz kurze Haare hatte, fand ich meine Schädelform nicht ganz doof. Es gibt ja dann auch, wo du sagst, Nordisch 3, wie der Schädelvermesser Mengele sagen würde. Ja. Aber weißt du, ich meine, du siehst es ja selber, du weißt es selber nicht. Aber weißt ja nicht, ob der, also manche haben ja dann hier in der Mitte zum Beispiel so einen übelsten Knochenbogen so nach oben oder sowas. Und Dirk, du meinst die Coneheads? Ich glaube, die hatten sowas. Naja, ich meine, aber ich fand das angenehm. Ich habe so gedacht, boah, ich weiß bloß nicht, mit dem Glattrasieren habe ich halt so gedacht, ich hatte ja noch nie da keine Haare. Also selbst, ja, seitdem ich auf der Welt bin, habe ich ja Haare. Ob das dann nicht, ob die Haut dann nicht eventuell ganz, ganz schlimm aussehen würde, beziehungsweise ganz, ganz schlimm wird. Weißt du, weil die dann halt irgendwie mit Sonne und irgendwas, dann sieht die, also weißt du, das ist ja es fühlt sich auch immer ganz komisch an, wenn die Haare auf einmal weg sind. Ja, also voll. Schon. Beim Vollbart auf glatt rasiert ist es ja ein ganz krasses Gefühl. Und ich glaube, analog dazu hast du halt dieses Gefühl auch,
wenn du halt den Kopf rasierst. Ja, und es macht, also dein Partner macht es ja dann auch erträglicher oder schwerer. Und bei Simone ist es so, wenn ich halt wegen irgendwas den Bart abnehmen muss, nicht frei, sondern abnehmen muss, dann ist sie echt die ganze Zeit. Und dann ist es jetzt, du denkst, Alter, ich muss da auch durch. Können wir das irgendwie. Dortmund auch. Die benimmt sich wie eine Hauskatze, die ihren Besitzer nicht wiedererkennt. Und dann denkst du, ja, okay. Ich mache dann halt immer so, dass ich 2 oder 3 Tage warte und dann halt nochmal mit dem Nassrasierer so eine Kontur. Mhm. Weil dann sieht man wirklich einen Unterschied und dann wirkt es wie, okay, da ist ein Bart. Ja. Und das macht es dann schon. Aber ich sag so, die ersten 2 Tage, das ist echt immer, wo du denkst, oh, und dann auch Wind im Gesicht, das ist halt auch so unangenehm. Aber wie hat das Martin Sonneborn gepostet, dass alle Hipster jetzt mal überlegen sollen, ob sie einen scheiß Bart abnehmen, weil das halt komplett die Virenfalle ist? Ja, natürlich, ja. Also und weil Masken nicht bündig sitzen. Durch den Bart. Also ja, aber dann kann man ja überlegen, ob man dann frisch nochmal Silikon. Wie die Leute im Krankenhaus das machen, ja. Aber, also die schmieren ja nochmal. Ja, die schmieren das nochmal ein, um das wirklich abzudichten. Weil, also es ist tatsächlich so, also auch so Atemschutzmasken für Feuerwehr oder für Rettungsdienste oder so. Wenn du nicht glatt rasiert bist, sitzt es nicht richtig. Ich habe nur die Bilder gesehen von den ganzen Helfern aus Italien und sowas, die schon diese Druck- und Schwellspuren hatten hier und da und irgendwie hier am Kinn oder sowas, weil die den ganzen Tag die Dinger halt dann auch so festziehen, dass denen da scheißegal ist, ob da irgendwelche Blutergüsse passieren, sondern sagen, Alter. Ja. Warst du denn schon mal einkaufen mit einer Maske? Nee. Nee, bisher war ich immer noch normal draußen. Hast du denn überhaupt irgendwas? Naja, also du kannst ja auch ein Baumwolltuch nehmen, aber also ich würde mir dann halt den Buff vors Gesicht ziehen. Ja, vielleicht doppelt, ne? Ja, also das ist ja entweder das, oder ich habe halt auch ein normales Halstuch, was ich davor ziehen kann. Leider finde ich meinen Palästinenser-Schal nicht mehr. Den kann man immer ganz gut vors Gesicht ziehen. Ja, so ein schwarzes Basecap. Wenn ich das gesagt habe. Und jetzt sagt er selber, aber nur damit ich kürze es ab, um das nicht erklären zu müssen. Ja, ich verstehe. Was ich gesehen habe, wenn man selber bastelt, dann gibt es ja verschiedene Stoffe, die halt besser oder schlechter sind. Und was sehr, sehr gut ist, wenn man halt sich so eine kleine Tasche, also so eine Öffnung rechts und links in den ganz normalen Mundschutz hat, damit man da halt ein Stück Staubsaugerbeutel reinziehen kann. Mhm. Weil Staubsaugerbeutel, natürlich, die modernen Dinger sind halt einfach so geil am Filtern und die haben ja auch teilweise so einen mikrobakteriellen Filter drin und so. Und wenn du die halt reinziehst, die sind so, also damit kannst du deine selbstgemachten Masken richtig aufpimpen. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich habe zum Glück sogar noch richtig viele Staubsaugerbeutel. Typ MZ3 BB4 71287. Schade, ich habe Y Gamma 9. Ey, das ist halt aber auch, ne, hier von wegen einheitliche Stecker für Smartphones erfinden, aber dann irgendwie seit den 70er Jahren gibt es halt 40.000 verschiedene Größen und Einklippformen für Staubsaugerbeutel. Ja. So gut. Oh. Aber was ist denn, wenn man jetzt aufgrund der Krise ein bisschen rasiert, wenn man sagt von wegen, wir rasieren uns die Gesichtsmuschi, lassen aber den Vollbart und machen 2 Fingerbreit hier zwischen frei. Mhm. Also quasi Wolverine meets Stromberg. Ja, das finde ich ganz geil. Also das ist, dann bist du auch eindeutig geoutet als jemand, der in der Krise an vorderster Front hilft. Ja, oder so tut. Oder einfach nur geil aussehen will. Ja. Aber wäre es denn nicht auch einfach sinnvoller dann bei dir, ich meine, es sind ja nicht nur die Barthaare irgendwelche Viren schleudern, sondern natürlich auch deine Horne haben eine Sammlung da oben dass du dir einfach mal schön sagst, ich wachs mir mal das Gesicht. Ey, was wäre denn, weil wir jetzt immer gesagt haben, von wegen Vollbart, Glatze und bla bla bla, was wäre denn mal mit glatt rasiert am Kopf und im Gesicht, also auch Bart weg? Augenbrauen ist immer eine gute Idee. Hat ich oder ja dürfen mal wir die behalten? Ich glaube, also wenn wir beide aussehen würden wie Lex Luthor. Geil, ey. Also ich glaube, wir würden auch beide richtig aussehen wie die, wie so perverse Comic-Schurken, wenn wir wie so Bowlingkugeln mit Augenbrauen durch die Heide laufen würden.
Aber findest du nicht auch, dass Lex die geilste Abkürzung von Alexander ist? Anstatt Alex oder Lexi oder Alex? Xander. Xander? Ja. Findest du Xander Drax. Fängt mit dem X an, hört mit dem X auf. Wo war das? Das Phantom mit Billy Zane. Oh Gott, Dirks Wohnung sinkt. Ja, wenn zwei alte Männer irgendwie die Kamera entdecken. Ein bisschen, als wenn er mit Gottschalk Skype. Okay, Boomer, ja. Ja, okay. Was, wie findest du diese, wie hießen diese, ich meine, okay, die Frisur hatte wahrscheinlich keinen Namen, aber bei, du kannst dich bestimmt an das fünfte Element erinnern. Ja. Und der Bösewicht war ja so eine Gary Oldman. Ja, aber so eine durchgeknallte Hitler. Der oben nur diese Locke hatte? Genau. Und ja. Der hatte doch den Hitlerbart hier unten drunter. Ja. Das ist ja auch eine Art Soul Patch. Aber das können nur die Leute, so wie wir, die hier wirklich geschlossenen Bartwuchs haben. Ja. Es gibt ja diese Lustigen, die dann halt hier so tatsächlich so diese Soul Patch, natürliche Soul Patch Wuchs haben, dass man hier so ein kleines, keine Ahnung, hier so eine freie, also ganz, naja, ja. Weiß, was ich meine. Ey, oh, ich habe gerade Idee, was ist denn, wenn wir ganz, ganz crazy sind und neue Bärte erfinden, sowas wie den Under Magnum oder sowas? Weißt du, dass wir halt den Vollbart dass wir hier uns einen Balken wachsen lassen. Ich finde ja, viele Bärte leiden in der Kreativität auch darunter, dass sie symmetrisch sind. Ah, du willst was Asymmetrisches basteln. Das heißt, du willst eine Seite des Kopfes rasieren, wie so ein Quadrat. Unten die Seite des Bartes und hier hast du noch volle Haare und hier hast du noch den vollen Bart. Ja, ich glaube, das ist ja, das habe ich auch schon mal bei irgendeinem Punk oder so gesehen. Das ist dann schon mal, das ist jetzt ja, das hat ja schon wieder was für Symmetrie, dass die Linie. Oder so ein Verlauf. Der Bart, links ist er noch richtig voll und dann wird er immer schmaler zum Mund hin. Und hier bist du dann ganz glatt rasiert. Kannst du dich noch an die Fanta-Frisur erinnern? Wie die Limonade oder die Fantastischen Vier? Nee, die Limonade, genau. Es gab irgendwann mal, ich glaube, das war Anfang der Nuller, gab es so eine Werbung, die total, also keine Ahnung, die sind ganz viele Jungs drauf angesprungen. Da war so ein Typ beim Friseur und der Friseur hatte halt irgendwie so einen Rasierer. Und dann lief halt irgendwie eine Fanta-Werbung. Auf jeden Fall war der übelst abgelenkt und dachte, oh geil, man sah den nur. Und dann zum Schluss fertig hatte der halt mit dem ohne Aufsatz, hatte der 1000 Löcher in seine Frisur rasiert. Er hatte nur noch so eine kleine Insel, so Fratzel, sowas. Und dann gab es ganz viele Spinner, die sich das nachrasiert haben. Also einfach zu Hause ohne Aufsatz. So cool. Und das war die Fanta-Frisur damals. Mhm. Und die hatten schon ein paar, wahrscheinlich auch als Mutprobe oder so. Aber das ist sehr asymmetrisch zum Beispiel. Da bin ich aber skeptisch. Also das ist mir, da fehlt mir der Gedanke hinter der Asymmetrie. Also. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du ein Typ bist, der sehr gut, also dafür könntest du sogar den Bart abnehmen, der sehr gut Mini-Pli tragen könnte. So à la Tony Marshall. Hm. Also richtig schön engen kleinen Mini-Pli, den dann noch mit so einem Wet-Gel, wir haben auch noch nicht über Wet-Gel gesprochen, das ist denn jetzt schon wieder kurz. Hm. Hase! Ja, du hast das. Es ist so ein bisschen dem die Lippen abgebrannt sind beim Rauchen. Ja, genau. Er raucht, das sieht aus wie eine Schlange. Also du hättest nichts von Mini-Pli. Nee, ich finde es alles, was zu klein gelockt ist, zu kleinteilig. Ich biete hier gerade voll Input, voll Content. Was hältst du denn davon, generell von so einrasierten Mustern in der Seite? Du hattest ja schon mal so die Muster im Bart. Ich hatte Muster. Also mit deine akkurat getrimmten Koteletten. Das lasse ich jetzt schon mal als leichtes Muster durchgehen. Davon noch so Spinnweben oder so in die Haare zu rasieren. Ja. Als wir irgendwie damals mit St. Patrick's Day in irgendeiner Kneipe waren, kam ein Typ besoffen mich zu, ey, cooler Bart. Das war die Bestätigung für all die Jahre Demütigung von Klaus.
ich hatte hier so eine geile Skischanze. Ja. Und so eine Linie ganz gerade. Und die Mädels haben in der Schule immer gesagt, ey, wenn du das hast und dann diese 3 Tage Wuchs rüber geht fast, das ist viel geiler als dieses, was du da, dieses Geodreieck, was du da im Gesicht hast. Ja, die hatten ja keine Ahnung. Ja, genau. Die hatten das ja auch gar nicht. Ah. Ja, was hast du jetzt gerade gesagt? Noch so ein Netzwerk. Ja, das hat ja Randy damals immer erzählt, dass das angeblich Hannover-Style wäre. Dass die sich immer alle Gartenzaun in den Kopf reinrasieren. Und das kenne ich halt, Dortmund kenne ich gar nicht. Ja, Schritte hinter mir, ja. Ja, ich sag dir dann schon, wenn was ist. Beziehungsweise sehe ich ja gar nicht, weil du die Tür verdeckst. Ich sehe, wie sie schleicht, um sich die Switch zu holen. Nee. Schwer zu sagen, was hier passiert. Ich drehe mal die Webcam um. Ja, was ist los? Ja. Dortmund, was ist los? Jetzt überlegt sie doch, ob sie sich die Switch holt und eine Runde Baba is You spielt. Baba was? Baba is You. Baba is You? Ja. Aber ich sehe, sie hat Hunger. Sie streift hier auf der Suche nach Keksen durch die Wohnung. Das kenne ich. Hm. Ich habe immer so ein Cookie-Jar, das ist leider mittlerweile alle. Ja, das war dein Quarantäneglas für die ganzen Wochen. Ja, ich habe es innerhalb von 7 Tagen leer gemampft. Hm. Ich versuche morgens immer in mein Müsli, damit es schmeckt, habe ich euch schon mal erzählt, ein bisschen Keks reinzubröseln. Hm. Aber da ist auch ein bisschen Keks drin, Aaron. Iss doch mal, es ist gar nicht so gesund, wie du denkst. Es ist gar nicht so, wie du gesagt hast, dass das ein Heranführen ist für kleine Kinder, damit die mal sowas Gesundes essen. Es ist halt auch einfach, es ist halt eine Variante. Ein Bonus. Genau. Die Braven, die im Haus bleiben, kriegen Keks in ihr Müsli. Ah. Die Kinder, die draußen den Türklink anlecken, die kriegen Schlag in Nacht. Oder Covid-19. Ja. Was wahrscheinlich schlimmer ist. Ich habe gemerkt, meine Haut hier ist so labberig, also so fertig mittlerweile. Wenn ich hier ziehe und es lasse, dann habe ich, das sage ich in 1 Stunde jetzt. Hast du mal versucht, nicht dran zu ziehen? Ich versuche es an- und auszumachen. Hm. Ich brauche mehr, wie heißt diese Creme? Timo hat mir damals immer gesagt, was? Q10? Oder ist das der neue Audi? Ja. Timo hat damals mir immer irgendwelche Augencremes empfohlen. Mhm. Weil er, wenn er 4 Tage durchmacht, wegen halt irgendwelche Abgabedings und der Kunde will noch 2 Stunden vor Abgabe nur als Konzept, dann ist er ja. Und dann muss er halt sich die Augen wieder fresh kleistern. Weil jetzt, glaube ich, ist ja diese Frage, ich glaube, jetzt wird immer mehr kommuniziert und irgendwelche Sachen, die man gar nicht müsste, via Zoom. Und dann, so wie jetzt, und dann muss man sich am Fresh machen. Also beziehungsweise muss ja immer so in einer, bis zur Halbnahen sollte man zu Hause fresh aussehen. Unten kann es halt aussehen wie... Ja, nix. Du sitzt einfach auf dem Pott. Geil. Die nächste Aufzeichnung machen wir auf der Schüssel. Aber du kannst ja nicht so lange. Das ist eine Frage des Wollens. Du willst nicht so lange. Ja. Wenn man dir auf einer Switch halt vielleicht auf dem Klo eine Switch stellt, dann könntest du vielleicht ein bisschen länger. Jetzt noch eine Runde Fortnite, ja. Sag mal jetzt, also, ja. Was hättest du denn jetzt, das ist ja auch, ist irgendwas umgefallen. Naja. Was hättest du denn von Pferdeschwanz? So egal. Richtig unangenehm. Das wäre auch meine nächste Sache gewesen. Einfach so richtig lange, lange rausgewachsene Haare. Ich finde der Pferdeschwanz immer so ein bisschen. Ich hatte es ja schon mal. Das Interessante ist ja, du hast ja hier so ein bisschen dünneren Wuchs auf dem. Ja, genau. Das heißt, wenn wir mal so richtig lange, lange wachsen würden, dann würde es hier so ausgedüsselt sein. Ja. Weil ich meine, der Rest wäre wahrscheinlich. Bei mir habe ich das Gefühl, ich habe ja noch nie so richtig super lange wachsen lassen, aber wenn, habe ich das Gefühl, dass der Bart eher nach vorne als nach unten wächst. Ich habe das Gefühl, der wird dann so. Ja. Bei mir ist es nervlich irgendwann am Ende. Also ich kann es halt nicht ewig wachsen lassen, weil es mich
zu sehr nervt, wenn ich die ganze Zeit nur dran rumkratze und rumfummle. Am schwierigsten finde ich bei mir ist, wenn ich immer die Barthaare im Mund habe. Ja, das finde ich ja Dito. Obwohl, wie finde ich, wer hat nochmal Southpaw gemacht, den Film, der auch bei Inception ist, war? Southpaw ist Jake Gyllenhaal. Echt? Ah, da verwechsel ich das gerade. Ich dachte, das wäre der Typ, der jetzt hier James Bond werden sollte, aber dann hat Daniel Craig gesagt, ich mache noch Tom einen. Hardy. Ah, Tom Hardy. Weil Tom Hardy hat doch gerne mal diesen Bart, der echt so hier rüber geht so. Ja. Und das finde ich optisch manchmal ganz cool, aber ich denke, ich könnte das nicht. Ich kriege eine Macke, wenn ich die Lippe zuwechsel. Du hast die ganze Zeit die Fussel und den Tee im Bart. Ja, das ist ja halt auch die Sache. Genauso wie auf dem Kopf fallen ja auch Barthaare aus. Und wenn dann halt dann irgendwie ein bisschen, und die Barthaare sind richtig fest. Und ich hasse das jedes Mal, wenn ich irgendwas mache und dann Schön borstig. Ja. Das heißt, wenn so langsam die Zahnbürste auseinanderfällt, aber die in den Mund nicht irgendwie nach unten. Oh, was ist das? Ja, aber was hältst du denn also wirklich von so ganz langen Haaren am Kopf? So richtig langes, wehendes Haupthaar wie Fabio. Ich hatte ja mal so lange Haare wie Lorenzo Lamas alias Reno Reigns. Nice. Da war ich, glaube ich, 16. Oder war ich da 14? Ich glaube, zwischen 14 und 16 hätte ich so eine Haare. Fand ich ziemlich geil. Ich habe die aber nicht so gepflegt wie Reno Reigns. Sondern ich hatte dann halt irgendwie so einen Mittelscheitel. Und das Lustige ist, das war die Zeit, wo ich halt die ganze Zeit Hip-Hop gehört habe. Fanta 4, Fettes Brot, Deichgehen, hast du nicht gesehen, als Deichgehen noch Hip-Hop gemacht hat. Und habe dann halt einen alten Parker von meinem Vater gehabt. Und die haben in der Schule alle immer gedacht, ich wäre halt Nirvana-Grunge-Look-Typ. Ja. So, weil ich halt optisch genauso aussah. Aber nicht im Ansatz damit, ich wusste das gar nicht. Und dann immer schön einmal die Woche Haare waschen. Und ich habe es immer gehasst, dass man es wirklich machen muss. Und dann hatte ich halt immer so eine Gardine, so eine Fettgardine im Gesicht hängen. Das war, also, ja. Also optisch, glaube ich, wäre es jetzt schwierig, wenn man darüber nachdenkt. Ja, Dito, das ist bei mir auch. Vor allem bei mir ist dann halt, die Haare glätten sich dann selber. Aufgrund des Gewichtes. Also ich habe dann halt nur noch unten die Wellen und oben sind sie dann halt so glatt wie eine Gardine. Unschön. Das Lustige ist, ich habe ja halt auch, also was heißt auch, ich habe ja glatte Haare, aber so ab Kinn, Schulterlänge, kriege ich Korkenzieherlocken. Und ich weiß nicht warum. Alter, die, halt so ein Ortho, wie ein orthodoxer Jude. Ja, genau. Ja. Und das sieht halt so komisch aus. Da habe ich natürlich schön Brille noch getragen und damals diese 90er-Jahre-Brille, diese Tropfenbrillengläser und dann fettige, lange Haare mit Korkenzieherlocken. Das ist schon geil. Geil. Es war schon so, dass Schülerinnen, die ich auch gar nicht so unsympathisch fand, in der Schule zu mir gesagt haben, wasch dir bitte die Haare. Und ich habe gedacht, es ist doch noch gar nicht Samstag. Wie sollte ich denn am Mittwoch schon die Haare waschen? Auch noch am Samstag, der Tag, der am weitesten entfernt ist vom Schultag. Ja, aber da bin ich halt dann mal so bei mir. Da kann ich dann auch mal anfangen. Ja, Dirk, ich glaube, wir sind noch langsam bei einer Stunde. Ja, aber was ist denn jetzt, also ich sag mal, was meiner Meinung nach die sexiest Frisur für dich wäre, das komplette Paket. Fukuhila. Vorne Business, hinten Party. Also dann, ja, okay, aber dann würde ich sagen, vorne Gardine und hinten machst du Mini-Kli lang und Magnum-Bart. Ich glaube, es wäre richtig geil bei dir. Das Ganze noch mit Wetgel bearbeiten. Okay, also ich glaube, du musst auf jeden Fall die Koteletten zurückbringen. Die akkurat rasierten Koteletten genau dazu. Der Tim Wiese, Peter Andre Mittelscheitel, aber mit rausgewachsenen blondierten Spitzen. Beziehungsweise die müssen wir bestimmt machen, dass man die so in Wasserstoffperoxid taucht. Ja, also gesagt, Frosted Tips heißt es. Das ist ja, ich glaube, das fände ich. Also ich habe die Originaldinger wieder, wie früher. Ja. Ich habe meine Gardine übelst gegelt, aber die Spitzen sind alle blond. Das Gute ist, du bist dann wasserabweisend, falls es mal regnet. Geil, ich bin wie eine Ente. Man nennt mich dann Dirk den Erpel. Gehen da jetzt neben das Mikrofon, damit man sich sieht, oder was? Genau wie Corona ist Gähnen ansteckend. Nur wenn man sich auf den Partner konzentriert.
Schwer zu sagen, was Dirk da gerade macht. Ich gucke die Festigkeit meiner Haut. Ich habe das Gefühl, ich trinke zu wenig Wasser. Ja, in diesem genau. Sinne würde ich mal sagen, das waren Dirk und Klaus. Was Klaus da gerade macht. Genau, schreibt uns weiterhin eure sexy Mails mit euren Frisurentipps an phynisse@gmail.com. Das ist das erste Mal, dass ich in die Kamera gucke, glaube ich. Oder @phynisseport auf Twitter. Genau, folgt uns weiterhin auf YouTube, Phynisse mit Dirk und Klaus. Oder auf allen Podcast-Apps, die nicht Spotify sind, wobei ihr dieses Bombenbild verpasst, wenn es klappt. Das stimmt. Wieso? Das klappt auf jeden Fall. Ja. Simon, mach mal so. Gut, dann beende ich mal die Aufnahme. Guck mal, was hier dann ausgespuckt wird. Aufzeichnung.